uralte Antenne auf dem Meeresgrund der Antarktis gefunden. Ist die Antarktis nach wie vor der am wenigsten erforschte Kontinent der Erde? Es ist der kälteste, höchste, windigste und trockenste Ort auf dem Planeten. Dies führt viele zu der Annahme, dass die Antarktis irgendwann in ferner Vergangenheit die Heimat der ältesten Zivilisation der Erde war. Schon sehr, sehr interessant, wenn man da einfach mal so überlegt, was alles hätte sein können damals. Ich glaube, wir haben echt nicht nur einen Ansatz, nur einen Hauch von Idee, was damals alles passiert ist auf der Erde. Viele Menschen betrachteten die Karte als Beweis dafür, dass vor Millionen von Jahren eine uralte Hochkultur existierte und die Antarktis darstellte, oder dass eine Art außerirdischer Kontakt dieses Wissen den damaligen... Oh shit, außerirdischer Kontakt, jetzt sind wir da, mein lieber Menschen, Freunde. Was sie entdeckten, war erstaunlich. Und so war das Geheimnis der sogenannten Altenen-Antenne geboren. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Wir sind live auf Twitch und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein, welches heißt Uralte Antenne auf dem Meeresgrund der Antarktis gefunden. Die Eltanin-Antenne. Einfach eine Antenne auf dem Meeresgrund von der Antarktis habe ich noch nie gehört, meine lieben Freunde. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Ich glaube, das ist ein Video von Universum in dir, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Gerne einen Daumen nach oben schon mal da lassen, Kommentärchen schreiben und auf Rumble abonnieren, meine lieben Freunde. Kostet nichts, ist kostenlos. Ich glaube, einige denken, dass es was kostet. Erster Link in der Beschreibung. Ist genauso eine Plattform wie YouTube. Da kann man Videos hochladen, Videos reinziehen. Da könnt ihr ein paar Daumen nach oben da lassen, ein paar Kommentare schreiben, weil in Zukunft immer mehr Videos da online kommen werden, wegen Zensur auf YouTube. Peace, meine lieben Freunde. Wir gehen rein in den Peter. Let's go. Jahr für Jahr stolpern Forscher über einige ungeklärte Geheimnisse in der Antarktis, die Mainstream-Historiker und Archäologen schockieren. Von den angeblich drei Pyramiden, die den Pyramiden von Gizeh perfekt ähneln, bis hin zu den dutzenden seltsamen Objekten, die auf Satellitenbildern entdeckt wurden, ist die Antarktis nach wie vor der am wenigsten erforschte Kontinent der Erde. Das kann keine Überraschung sein, wenn man bedenkt, dass es der am weitesten von jeder menschlichen Zivilisation entfernte Ort ist und unter mindestens 3 Meilen Eis begraben ist, fast 5 Kilometer. Es ist der kälteste, höchste, windigste und trockenste Ort auf dem Planeten, was es fast unmöglich macht, archäologische Ausgrabungen und Krass, ist auch der höchste Ort, wusste ich nicht. Erkundungen durchzuführen, ohne Millionen von Dollar auszugeben. Kein Wunder, dass wir wenig darüber wissen. Das Wenige, was wir darüber wissen, ist jedoch so überraschend wie eh und je. Fossilienfunde zeigen, dass die Antarktis vor Millionen von Jahren wie ein Paradies war. Warm und bedeckt mit tropischem Dschungel, Wäldern, Seen, Vegetation und allerlei Wildtieren. Dies führt viele zu der Annahme, dass die Antarktis irgendwann in ferner Vergangenheit die Heimat der ältesten Zivilisation der Erde war. Und dass all diese... Ich bin mir sicher, dass auf jeden Fall mal eine Zivilisation da gelebt hat und dass das Eis mal nicht da war. Und das haben auch schon einige Dinge auf jeden Fall... Also einige Dinge deuten darauf hin. Ob das jetzt wirklich bewiesen ist, ist eine andere Sache, aber einige Dinge deuten darauf hin, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ob das die älteste Zivilisation der Erde war oder ist, weiß ich nicht, Digga. Wie ich auch schon in den letzten Videos öfter gesagt habe, ist, dass ich glaube, dass die Erde immer mal wieder bevölkert war und dann durch irgendwelche Naturkatastrophen fast bis aufs Letzte ausgelöscht wurde. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass, keine Ahnung, Alter, dass die Welt auch früher mal ganz anders aussah. Es gibt ja auch wirklich diese Superkontinente und so, das sagen ja auch die offizielle Wissenschaft, kann man auch einfach googeln, Gondwanaland und so. Es hingen ja die Kontinente auch mal zusammen und so, also es ist schon sehr, sehr interessant, wenn man da einfach mal so überlegt, was alles hätte sein können damals. Ich glaube, wir haben echt nicht wirklich nur einen Ansatz, nur einen Hauch von Idee, was damals alles passiert ist auf der Erde. Zusammen Entdeckungen, die dort gefunden wurden, nur Spuren ihrer Existenz sind. Natürlich können Wissenschaftler die 5 Kilometer Eis nicht ausgraben und gründlich erforschen. Aber heißt das, dass niemand weiß, was sich unter dem Eis befindet? Anscheinend nicht. Denn
Moschee. 1929 fand ein deutscher Theologe, der in Istanbul in der Türkei arbeitete, ein Pergament aus Gazellenhaut. Piri-Reiskarte. Auf dem eine Karte gezeichnet war. Die Karte stammt aus dem Jahr 1513 und wurde von einem osmanischen Admiral und Kartografen namens Ahmed Muhyiddin Piri, später bekannt als Piri Reis, gezeichnet und signiert. Es war sehr überraschend, dass die Karte Nord- und Südamerika extrem detailliert darstellte. Obwohl Amerika bereits 21 Jahre früher entdeckt wurde, wurde es erst viel später so genau kartiert. Dies machte die Karte von Piri Reis zur ältesten erhaltenen detaillierten Karte Amerikas. Die Karte zeigte sogar die Anden, die 14 Jahre später von Francisco Pizarro erstmals gesichtet wurden. Was die Gelehrten wirklich schockierte, war, dass die Karte von Piri Reis auch den Kontinent der Antarktis enthüllte. Und nicht nur das, sondern ihn darstellte, bevor er mit Eis bedeckt war. Niemand konnte sich erklären, wie dies möglich war, wenn man bedenkt, dass das Festland der Antarktis 1820 entdeckt wurde und zu diesem Zeitpunkt längst mit Eis bedeckt war. Anscheinend hat Piri Reis die Karte nicht ganz alleine erstellt. Stattdessen nutzte er die riesige Bibliothek von Konstantinopel, die sich nun im Besitz der Osmanen befand. Dort entdeckte er verschiedene alte Karten alter Zivilisationen wie der Ägypter, Griechen und Inder, zusammen mit 6 anderen Quellen, die Piri Reis nicht preisgeben wollte. Woher diese Zivilisationen das Wissen über die Geografie der Antarktis nahmen, als sie ohne Eis war, und wer die anderen 6 Quellen sind, ist immer noch ein Rätsel. Viele Menschen glauben, dass diese Zivilisationen dieses Wissen aus viel älteren Quellen erhalten haben. Safe. Quellen von vielleicht der ersten Zivilisation, die auf der Erde existierte. Oh shit. Eine Kultur, die in der Antarktis zu einer Zeit lebte, als es kein Eis gab und der Kontinent warm und voller Leben und Vegetation war. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass Seefahrer die Küsten Amerikas, Afrikas und der Antarktis entlang segelten, um sie zu kartieren, sollte die Piri-Reis-Karte nur die Küstenmerkmale anzeigen. Dennoch stellt die Karte Berge, Flüsse und tiefe Landmerkmale dar, die ohne detaillierte Erkundung nicht bekannt sind. Erst in den Jahren 2004 und 2007 untersuchte ein detailliertes Sonarradar die Antarktis und scannte die topografischen Merkmale der Landschaft unter der Eiskappe. Erstaunlicherweise zeigte die Karte von Piri Reis all diese Merkmale unter dem Eis. Viele Menschen betrachteten die Karte als Beweis dafür, dass vor Millionen von Jahren eine uralte Hochkultur existierte und die Antarktis darstellte, oder dass eine Art außerirdischer Kontakt dieses Wissen den damaligen... Oh shit, außerirdischer Kontakt, jetzt immer da, mein lieber Menschen Freunde. Brachte. Was auch immer der Fall ist, wir werden vielleicht... Also ich glaube an die erste Theorie, dass vor Millionen von Jahren schon Menschen auf der Erde mal gelebt haben. Ich glaube nicht, dass wir die erste... dass wir die ersten Menschen hier sind, so weißt du, mit unserer Historie. Ich glaube wirklich daran, dass es schon ganz lange in der Vergangenheit schon mal Menschen auf der Erde gegeben hat. Nie wissen, was wirklich unter den 5 Kilometern Eis in der Antarktis liegt. Aber vielleicht müssen wir nicht unter dem Eis schauen. Was wäre, wenn wir stattdessen auf den Meeresgrund in Küstennähe blicken? Was können wir dort finden? Also was ja auch krass ist, dass man unter dem Eis auf jeden Fall, dass es da Seen gibt. Ne? Das haben wir ja auch schon in einigen Dokumentationen gesehen, dass unter diesem Eis, unter diesen Eisschichten, unten drunter auch noch Seen sind. Und da wurden auch Organismen gefunden und so. Das ist auf jeden Fall schon crazy. Auf dem Meeresgrund an sich, das haben wir uns noch nicht gegeben, glaube ich, oder? 1962 schuf die National Science Foundation. Ich auch, die Erde gibt es ja schon seit 48 Milliarden Jahren. Der USA. Safe, die Erde gibt es seit 3,5 Milliarden Jahren, als ob es Menschen, guck mal, jeder sagt was anderes. Der eine sagt 3,5 Milliarden Jahren, die anderen sagen 48 Milliarden Jahre. Ich weiß auch nicht ganz ehrlich, ob man das so genau sagen kann, wie lange es die Erde schon gibt. Weißt du, wie ich meine? 4,6.
Die Entstehung der Erde vor etwa 4,6 Milliarden Jahren entzündete sich das Material eines jungen Sterns. Die Sonne entstand, dann unser Sonnensystem und damit auch die Erde. Eine Wolke aus Gas und Staub formte den Grundkörper. Es ist halt so genau beschrieben, als ob die dabei gewesen sind, ne? Ich sag dir ehrlich, ich bin mittlerweile so, wie lange gibt es schon Leben auf der Erde? Ich sag dir ehrlich, das sind für mich jetzt erstmal Informationen, die kann man sich anhören und so, aber vor etwa 3,5 Milliarden Jahren gab es erste Spuren von Leben. Es handelte sich um bakterienartige Einzeller, die noch keinen Zellkern besaßen, die sogenannten Blaualgen. Krass. Sie spielten eine wichtige Rolle bei der Anreicherung der Atmosphäre mit Sauerstoff. Okay, crazy. Fortschrittliches ozeanografisches Forschungsschiff namens USNS Alternan. Es war das weltweit erste geophysikalische Schiff, das mit der Erforschung der Antarktis... Der eine sagt einfach 144 Milliarden, hast du gesagt oder so, ne? Bruder, ich küsse deine Herz, Alter. Terry, 48 Milliarden. Aber wer weiß, Mann? Weißt du, wie ich meine? Wer weiß? Ich meine, die Wissenschaft widerspricht sich ja immer wieder. Das ist ja auch der Grund von Wissenschaft, ne? Es gilt ja auch immer nur so lange, bis eine neue Theorie das widerlegt hat, was aktuell gerade Wissensstand ist. So, weißt du, wie ich meine? Auch was Urknall angeht oder was Evolutionstheorie angeht. Also ich glaube, wir sind noch lange nicht da. Der sie umgebenden Gewässer beauftragt wurde. In den nächsten 2 Jahren brachte das Schiff viele bisher unbekannte Daten und warf viel Licht auf unser Wissen über die Region. Es gab jedoch ein paar Geheimnisse, die auf dem Grund des Ozeans entdeckt wurden. Eines von ihnen wurde am 29. August 1964 entdeckt, als die USNS Alternan den Meeresboden westlich von Kap Horn in einer Tiefe von fast 5 Kilometern fotografierte. Was sie entdeckten, war erstaunlich. Dort, entlang des überwiegend kahlen Meeresbodens, gelang es ihnen, ein bizarres Gebilde zu fotografieren, das mitten im Nirgendwo stand. Die Struktur war sehr symmetrisch, 60 Zentimeter hoch. Was soll das denn sein? Und hatte Knötchen, Speichen. Knötchen in den Man? Und Vorsprünge, die in einem kugelförmigen Knoten endeten. Es ähnelte einer Antenne oder einer Art Übertragungsgerät. Als der New Zealand Herald die Fotos am 5. Dezember 1964 zum ersten Mal in einem Artikel mit dem Titel Puzzle Picture from Seabed veröffentlichte, waren Wissenschaftler und Forscher sofort fassungslos. Der Artikel lautete: Das amerikanische Forschungsschiff Alternan ist gestern mit einem mysteriösen Foto in Auckland eingelaufen, das in 2250 Faden 1600 Kilometer westlich von Kap Horn aufgenommen wurde. Das Foto, das für einen Laien so etwas wie eine komplexe Funkantenne zeigt, die aus dem Schlammboden herausragt, wurde am 29. August von einer U-Boot-Kamera aufgenommen. Der New Zealand Herald, am 29. August, antike Antenne auf dem Meeresgrund der Antarktis gefunden. USA, Antennenvorrichtung von Okay, findet man nicht wirklich was zu. Das zweideutige Objekt wurde jahrelang eifrig diskutiert und debattiert. Und so war das Geheimnis der sogenannten Alternan-Antenne geboren. Viele Leute glaubten, es sei ein deplatziertes Artefakt. Was sagen denn die Offiziellen? Was haben denn die offiziellen Leute gesagt dazu? Ist natürlich entstanden wahrscheinlich, ne? Wie diese eine pyramidenförmige Struktur, die mal auf dem Meeresgrund gefunden wurde. Alten Zivilisation übrig geblieben war, die einst das eisfreie Reich der Antarktis besetzte. Sie glauben, dass diese Zivilisation viele Artefakte und Überreste ihrer Strukturen unter dem 5 Kilometer langen Eis hinterlassen hat, das jetzt den Kontinent bedeckt. Der Meeresboden in der Nähe der Antarktis ist der einzige Boden, der nicht von Eis bedeckt ist. Wie könnte man denn jetzt mal rausfinden, was denn offiziell dazu gesagt wurde? Mich würde das schon interessieren jetzt gerade. Daher können wir dort Spuren ihrer Existenz finden. Andere gingen noch einen Schritt weiter und glaubten, das mysteriöse Objekt sei eine Art außerirdische Technologie, die absichtlich an einem so abgelegenen und trostlosen Ort platziert wurde, um Signale für die außerirdische Kommunikation
und möglicherweise die Vermessung von Planeten auszusenden. So. 1968 erklärte der Autor Brad Steiger in einem Artikel für das Saga Magazine, dass die Altenen ein erstaunliches Stück Maschinerie, sehr ähnlich der Kreuzung zwischen einer Fernsehantenne und einer Telemetrieantenne, fotografiert hatte. Natürlich Telemetrieantenne? Suchten Wissenschaftler schnell die Geschichte zu vertuschen, indem sie die Entdeckung als einen Unterwasserschwamm abtaten. Ein Unterwasserschwamm? Sie behaupteten, das auf dem Bild fotografierte sei die Cladorhiza concrescens, ein Meeresschwamm aus der Familie der Cladoristae. Es gibt Hat schon Ähnlichkeiten, Digi. Viele Probleme mit dieser Theorie. Zum Beispiel ist die sogenannte Altenenantenne sehr geometrisch und hat präzise Winkel und Formationen, was von den Meeresschwämmen, mit denen sie verglichen wird, nicht gesagt werden kann. Ja, aber generell so die Anordnung, weißt du, wie ich meine? Unten diese Antenne, also diese Ärmchen, sag ich mal, und oben und dieser Abstand dazwischen und so. Also vom Ding her sieht es schon ein bisschen ähnlich aus, oder? Ein weiteres Problem. Nicht so straight, aber das rechte Foto ist doch auch bearbeitet, oder? Bei dieser Hypothese ist, dass die Cladorhiza concrescens in Kolonien lebt und sich sehr schnell vermehrt. Diese Meeresarten besitzen eine asexuelle Fortpflanzung, die auftritt, wenn ein kleines Stück des Schwamms abbricht und sich wieder am Meeresboden anlagert, wodurch nahezu identische Organismen und schließlich eine ganze Kolonie gebildet werden kann. Auf dem Meeresboden wurde nichts dergleichen gefunden, da das Objekt ganz allein stand. Das dritte Problem ist, dass das von Altenen aufgenommene Bild in einer Tiefe von genau 2,5 Meilen oder etwa 4 Kilometern aufgenommen wurde. Was denkt ihr, Freunde? Was denkt ihr, Freunde, Alter? Sagt ihr, ja, das sieht eher aus wie eine Antenne 1? Sagt ihr, nee, das sah schon mehr aus wie die Alge 2? Das würde mich jetzt mal interessieren. Macht mal mit, bitte. In dieser Tiefe kann kein Sonnenlicht den Meeresboden erreichen, was die Existenz von Meeresschwämmen oder Pflanzen höchst unmöglich macht. Dr. Thomas Hopkins, ein leitender Meeresbiologe, der sich auf Planktonstudien spezialisiert hat, weist ebenfalls die Theorie zurück, dass das Objekt eine Pflanze ist. In seinen eigenen Worten: In dieser Tiefe gibt es kein Licht. Daher könnte keine Photosynthese stattfinden und Pflanzen könnten dort nicht leben. Ich möchte nicht sagen, dass das Ding menschengemacht ist, weil das Problem aufwirft, wie man es dorthin bekommt. Aber es ist ziemlich symmetrisch und die Ausläufer sind alle 90 Grad voneinander entfernt. Deshalb. Ganze Verschwörungsschwobler hier im Chat, alle mit 1 am Start. 5G-Antenne. Wurde so lange darüber gestritten. Jetzt würde ich gerne Erich von Däniken anrufen, der hat bestimmt eine Antwort. Aber wenn die Altenenantenne nicht natürlich ist und niemand die Antennenantenne, na Mann? Technologie hat, sie in einer Tiefe von 5 Kilometern zu installieren, wer hat sie dann dort platziert? Und zu welchem Zweck? Die Autoren und Forscher Brad Steiger und John Whitenauer haben vielleicht eine Antwort. Sie stellt oder mal die NASA fragen. fest, dass die Altenenantenne genau auf der rund 72.000 Kilometer langen Verwerfungslinie platziert ist, die unseren Planeten umgibt. Verwerfungslinien sind lineare Zonen, in denen die Lithosphäre, der äußere Teil der Erde, auseinandergezogen wird, wodurch eine Dehnungstektonik entsteht. Dies führte sie zu der Annahme, dass das Gerät dort platziert wurde, um wichtige geodätische, geodynamische und seismische Aktivitäten unseres Planeten zu messen. Und einer hat reingeschrieben, Harp eventuell. Auch immer sie dort aufgestellt hat, war weit jenseits aller menschlichen Fähigkeiten. Steiger und Weitenauer stellten fest, unsere Wissenschaft verfügt noch nicht über Unterwasserfahrzeuge, die in der Lage sind, in solche Tiefen abzutauchen. Daher hätte, soweit wir wissen, niemand auf der Erde das Gerät vor Kap Horn Heißt der Kanal, haben die sich jetzt einfach umbenannt in Universe Inside You Deutsch? Weil das hieß doch mal, ja, die haben sich umbenannt, krass. Universum in dir hieß es mal. Machen die jetzt auch auf Englisch Content, wa? ...zieren können. Interessanterweise können wir im Sago Canyon in Utah diese uralte Petroglyphe aus dem Jahr 6000 vor Christus finden. Oh shit. Die etwas sehr Ähnliches wie die Altenin-Antenne darstellt. Bedeutet dies,
Dass die Antenne seit mehr als 8000 Jahren auf der Erde ist? Wie nennt die das Ding? Altenien-Antenne? Die Antenne ist jedoch nicht das Einzige, was in den... Eltanien, aha. Eltanin. ...des Sago Canyon abgebildet ist. Dort können wir diese seltsamen Wesen sehen, die sich deutlich von Menschen unterscheiden. Sie sind im Vergleich zu den Menschen und Tieren neben ihnen sehr groß und haben sehr seltsame und bizarre Köpfe. Sind diese Wesen für die Eltanien-Antenne verantwortlich? Ist es möglich, dass uns eine außerirdische Zivilisation beobachtet und verschiedene Geräte platziert, um unsere... ...Planeten zu vermessen? Und wenn ja, welche anderen Geräte... Ich weiß nicht warum, aber bei diesen außerirdischen Themen verliere ich die Ernsthaftigkeit. Auch bei Erich. So. Ich weiß nicht, Digi. Ich bin irgendwie... Obwohl ich selber schon mal daran gedacht habe, dass ich mir das vorstellen könnte, so... Ich weiß auch nicht warum. ...sind da draußen, die uns studieren und überblicken. An dieser Stelle dürfen wir nicht... Bin ja schon einer, der gut in der Schwurbelei drin ist, so, ne? Aber sobald es außerirdische, flache Erde so... Weiß ich nicht, Digga. Bei den Themen bin ich einfach nicht da. Es passt nicht in dein Weltbild, no front. Ja, kann sein. Kann sein. Aber ich bin eigentlich auch einer, der immer, also ich bin sehr, sehr offen und ich versuche immer, mich nicht zu krass zu versteifen auf meine Meinung und so und versuche danach zu geben, was ich fühle, so was wahr sein könnte. Und ich glaube, ich fühle das einfach nicht, Bro. Und eigentlich hat mein Gefühl auch immer recht, so, weißt du? Deswegen, wahrscheinlich auch, weil vieles von diesem außerirdischen Scheiß und UFO-Scheiß dafür genutzt wird, um uns Angst zu machen. Ich glaube auch, also ich glaube Project Blue Beam und so, damals der Bush und so, was die für Reden gehalten haben und so. Ich kann mir vorstellen, dass viele Informationen über diese Themen einfach bewusst gestreut werden. Weißt du, vielleicht deswegen. ...hin, das wohl bekannteste außerirdische Objekt zu erwähnen, das uns vermutlich ebenfalls seit mehr als 30.000 Jahren beobachtet. Der Satellit Black Knight. Der Satellit Black Knight wurde erstmals in den frühen 1950er Jahren von US-amerikanischen Wissenschaftlern und Astronomen entdeckt, die dachten, er gehöre den Sowjets. Die Sowjets hingegen... Das ist krass. Einer sagt gerade, wer nicht glaubt, dass es Leben im großen, weiten Weltall existiert, ist schon sehr naiv. Und das ist kein aggressiver Angriff, sondern einfach rein statistisch gesehen. An wen denn aggressiver Angriff? Alles cool, Bro. Dass ich nehme das gar nicht als Angriff, weil ich überzeugt davon bin, dass irgendwo draußen im Universum, wenn es das Universum überhaupt gibt... Also da schwurbel ich auch schon wieder, ne? Alles, was NASA angeht und was die uns erzählen, wie groß das Universum ist und was da alles ist und passiert und Bilder und Videos und Fotos, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn das Universum wirklich so groß ist, wie wir denken, dass es safe irgendwo anders noch Leben geben muss, hundertprozentig. Ob die jetzt hier waren oder nicht, keine Ahnung, Digi. Wann die hier waren oder nicht, weiß ich auch nicht. So, ob die eine Antenne auf dem Meeresgrund bei der Antarktis aufgebaut haben, ist halt wild. Weißt du, wie ich meine? Ist halt wild. Hast du schon auf das Andrew Tate Alex Jones Interview reacted? Nee. Ich reagiere nicht auf englischen Content. Noch nicht. Aber habe ich mir natürlich reingezogen. ...sei von den USA platziert worden. In Wirklichkeit hatte keiner von ihnen zu dieser Zeit die Technologie oder die Fähigkeit, Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen, was viele zu der Annahme veranlasste, dass es sich um einen außerirdischen Ursprung handeln musste und der Satellit dort platziert wurde, um unseren Planeten zu überwachen. Das US... Ja, vielleicht ist es doch einfach, weil die ganzen Filme, die man sich in der Jugend und so reingezogen hat, da wurde das ja immer lächerlich gemacht. Ja, Aliens und so, ist nur Fiktion. Science Fiction, dies, das, bla bla bla. Vielleicht ist das deswegen auch so ein bisschen im Unterbewusstsein drin, dass man das nicht richtig ernst nehmen kann. So. Weißt du, was ich meine? Und dann kommen noch so Blue Beam-Geschichten um die Ecke, wo man dann denkt so, okay, fuck, Alter. Und es ist halt auch voll weit weg von, was du wirklich hundertprozentig irgendwie... Ich bin sowieso immer schwer, wenn ich Dinge nicht so richtig anfassen kann. Weißt du, was ich meine? Wenn ich nicht richtig greifen kann einfach, dann ist auch schwer, da eine Aussage zu treffen. Weißt du? Deswegen beschäftige ich mich ja eigentlich auch überwiegend mit Themen, die man greifen kann, die sich auch mit sich selbst auseinandersetzen und
Bewusstsein, Spiritualität, politische Themen, die gerade uns beeinflussen, die Gesellschaft, Menschlichkeit, Miteinander, diese ganzen Sachen. Ja, vielleicht kommt irgendwann noch, dass es bei mir mehr Neugierde in die Richtung kommt, persönlich, weißt du? Das Verteidigungsministerium beauftragte den Astronomen Clyde Tombaugh, danach zu suchen. Die Nachricht verbreitete sich schnell. Und am 14. Mai 1954 wurde im St. Louis Dispatch und im San Francisco Examiner ein berühmter Artikel über den Black Knight veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Interview mit dem pensionierten Marinekorpsmajor Donald E. Kehoe, der erklärte, dass die Erde von einem oder zwei künstlichen Satelliten umkreist wurde. Er fügte hinzu, dass Regierungswissenschaftler in White Sands, New Mexico, alle Anstrengungen unternahmen, um diese außerirdischen Satelliten zu lokalisieren und zu kartieren und ihren Ursprung zu bestimmen. Dieser Nachrichtenartikel wurde 3 Jahre vor dem Start des ersten Erdsatelliten durch die Sowjetunion Sputnik 1 geschrieben. Und die USA folgten einige Jahre später mit ihrem eigenen. Laut Überwachungsbehörden auf der ganzen Welt sendet der Black Knight seit Ist auch so eine Sache, die Russen waren eigentlich viel weiter, was Raumfahrt angeht, als die USA, ne? Und dann haben die innerhalb von ganz kurzer Zeit die überholt und Leute auf den Mond geschickt. 50 Jahren Funksignale. Sputnik geht in, man, Alter. Viele glauben, dass das, was Tesla 1899 hörte, vom Black Knight-Satelliten kam. Die USA und die Sowjetunion haben besonderes Interesse an diesem nicht identifizierten Weltraumobjekt gezeigt. Seit seiner Entdeckung hat der Satellit Länder wie Schweden und viele Enthusiasten weltweit interessiert. Einer von ihnen ist ein Funker, der offenbar eine Reihe von Signalen entschlüsselt hat, die vom Black Knight-Satelliten empfangen wurden und sie als Sternenkarte interpretiert, die sich auf das Epsilon-Bootes-Sternensystem konzentriert und dass der Black Knight vor 13.000 Jahren aus diesem System stammte. 1957 wurde er von Dr. Luis Gorayos vom Kommunikationsministerium in Venezuela fotografiert, während er Bilder von Sputnik 2 machte, als er über Caracas flog. Das seltsame Ding sah überhaupt nicht aus wie Sputnik 1 und 2 und es verhielt sich nicht einmal wie einer unserer Satelliten. Das ist ja krass, Digga, warte. Black Knight Satellite. The Black Knight Satellite Conspiracy Theory claims that spacecraft of origin is near polar orbit of the Earth and that NASA is covering up its existence on and origin. The conspiracy theory combines several unrelated stories into a narrative. Also die sagen, das ist eine Verschwörung, Digi. Ich küsse dein Herz. Die sagen, den gibt's gar nicht. Und angeblich, dass die Verschwörungstheoretiker sagen, dass die NASA den versteckt, in Anführungszeichen. Umlaufbahn der befindlichen Objekt bezeichnet, dass angeblich ein Alien-Satellit sein soll. Es wird der Verschwörungsmythos verbreitet. Verschwörungsmythos in den Alter, dass die US-amerikanischen Regierung angeblich Fakten zum Objekt unterschlägt. Ein im Dezember 1998 während der Mission STS-88 aufgenommenes Bild soll einen Beweis der Existenz der Satelliten liefern. Aber die sagen, das ist irgendwie nur ein Stück, ein Schrott, ne? Nach anderer Meinung handelt es sich um ein bei einer anderen Mission verloren gegangener Thermodecke oder anderer Weltraum. Thermodecke. Krass, Alter. Ey, nicht denken, dass ich jetzt hier diesem Wikipedia-Eintrag hundertprozentig vertraue, so, ne? Hat mich nur mal interessiert, was die offiziell dazu sagen. Ist geil. Kann man so ein bisschen miteinander abgleichen, weißt du? Der Thermodecke in den Mann, Alter. Die Black Knight umkreiste die Erde von Osten nach Westen. Sputnik 1 und 2 umkreisten von West nach Ost und nutzten die natürliche Rotation der Erde, um die Umlaufbahn beizubehalten. Das Interesse am Black Knight wurde jedes Jahr größer, als 1957 ein unbekanntes Objekt gesehen wurde, das das Raumschiff Sputnik 1 beschattete. Berichten zufolge
befand sich das nicht identifizierte Objekt in einer polaren Umlaufbahn. Damals verfügten weder die Vereinigten Staaten noch die Sowjetunion über die Technologie, um ein Raumschiff in einer polaren... Haiku, das wollte ich mal kurz vorlesen. Finde ich süß gerade, Bro. By the way, Leon, ich verfolge dich schon, seit du in dieser kleinen Wohnung deine Videos gemacht hast, bevor du noch Straßenumfragen und Komm ins Café etc. gemacht hast. Deine Entwicklung ist sehr nice, die du gemacht hast, und deine Tiefschläge hast du stark für deine Persönlichkeitsentwicklung genutzt, auch wenn du selbst sagst, es war hart am Limit. Ja, Bro, danke erstmal für die schönen Worte. Cool auch, dass du mich schon so lange kennst, Bruder, das ist echt schön. Das ist schon fast 10 Jahre her jetzt. So, ne? Ist geil, dass es Leute gibt, die mich von damals schon verfolgt haben. So. Und ich glaube, richtiger Wachstum findet halt auch nur hart am Limit statt. Deswegen, ja, immer hart am Limit leben, meine lieben Freunde. So macht ihr den heftigsten Wachstum. Ich küsse dein Herz, Bro. Danke für die schönen Worte. Ja, Mann. Umlaufbahn zu halten. Nach unseren Recherchen wurde der erste polar umlaufende Satellit 1960 gestartet. Polarumlaufbahnen. Es gibt Leute, die sagen, alle Satelliten sind fake. Was Leute, die das sagen? Häufig für die Erdkartierung, Erdbeobachtung, die Erfassung der Erde im Laufe der Zeit von einem Punkt aus und für Aufklärungssatelliten verwendet. Damit würde der Black Knight in die Kategorie eines Beobachtungssatelliten fallen. Die einzige Frage hier ist, wer hat den Black Knight in unsere polare Umlaufbahn gebracht? Und wer beobachtet uns? Astronomen und Wissenschaftler berechneten das Gewicht des Objekts auf über 10 Tonnen. Die sagte mal Astronomen und Wissenschaftler. Also ich sag dir ehrlich, bei den Informationen muss man halt auch aufpassen. Ne? Universum in dir, die machen echt coole Dokumentationen. Wir haben auch schon einige geile Sachen da gesehen. Aber oft halt auch artikulationstechnisch so, kommt dann so rüber, als ob das Facts sind. Aber Astronomen und Wissenschaftler behaupten, das ist eigentlich so eine Aussage, die man auch gerne in Mainstream-Medien sagt. So, das kannst du nicht so sagen, weißt du, was ich meine? Da muss man schon ein bisschen konkreter sein, damit ich jetzt auch gucke, welche Astronomen, welche Wissenschaftler und so. Ist jetzt harte Kritik hier gerade, ich bin gerade hier ein bisschen auf der Seite, die immer so diese Kritik äußert, aber ja, bei solchen Themen muss man halt trotzdem auch aufpassen, weil es gibt schon sehr viele Kanäle und Leute, die auch viel Geld damit machen und vielleicht auch mal hier und da einfach irgendwas erzählen, damit es ein bisschen crazier klingt so. Oder bin ich gerade ein bisschen zu skeptisch? Was damals der schwerste künstliche Satellit war, der unseren Planeten umkreiste. Die Umlaufbahn des Black Knights war anders als bei jedem anderen Objekt, das die Erde umkreist. Da es sich im Vergleich zu jedem anderen künstlichen Raumfahrzeug doppelt so schnell bewegte. Es gibt auch mehrere Berichte, die besagen, dass die Grumman Aircraft Corporation diesem mysteriösen Satelliten große Bedeutung beimaß. Am 3. September 1967, 7 Monate nachdem der Satellit zum ersten Mal vom Radar entdeckt worden war, machte eine Tracking-Kamera in der Fabrik auf Long Island der Grumman Aircraft Corporation ein Foto des Black Knight. Zu diesem Zeitpunkt begannen Menschen auf der ganzen Welt, das Objekt am Himmel zu identifizieren, das als rotes Licht zu sehen war, das sich im Vergleich zu anderen Satelliten in einer Ost-West-Umlaufbahn mit höherer Geschwindigkeit bewegte. Die Grumman Aircraft Corporation bildete ein Komitee, um die Daten aus den gemachten Beobachtungen zu untersuchen, aber nichts wurde veröffentlicht. 1963 wurde Gordon Cooper ins All geschossen. Auf seiner letzten Umlaufbahn berichtete er, ein leuchtend grünes Objekt vor seiner Kapsel in der Ferne gesehen zu haben, das sich auf sein Raumschiff zubewegte. Das Mucea-Tracking-System in Australien, dem Cooper das Objekt gemeldet hat, NASA schwierig, empfing das unidentifizierte Objekt auf seinem Radar, das sich von Ost nach Mascha sagt, keiner war jemals im Weltall. Bewegt. Fühl ich. NBC berichtete darüber, aber nachdem Cooper zur Erde zurückgekehrt war, durften die Reporter Cooper nicht nach dem nicht identifizierten Objekt fragen. Natürlich war die offizielle Erklärung der NASA, hohe Kohlendioxidwerte, hier, die Scammer, die Halluzination, Schauspieler sind das hier, die zwei, verursachten. Nicht mehr und nicht weniger. Bruder, NASA-Conspiracy habe ich gefressen, sage ich euch ehrlich, ne? Also seit diesem einen Video, 10 Reasons Why I Don't Trust NASA, Bro, ich bin voll da. Trotz des Versuchs der NASA, das, was Cooper sah, mit einer profanen Erklärung zu begründen,
wo er sein ganzes Leben lang fort, Geschichten zu verbreiten, die seine Erfahrungen mit UFOs und anderen unerklärlichen Phänomenen detailliert beschrieben. Er sprach oft von versuchten staatlichen Vertuschungen in Bezug auf UFOs und ungeklärte Aktivitäten. Es könnte also sein, dass er den Black Knight gesehen hat, weil er wusste, dass seine Existenz der Öffentlichkeit absichtlich vorenthalten wurde. Im Jahr 1973 schrieb ein schottischer Astronom und Autor Duncan Lunan, dass er eine versteckte Funknachricht in Emissionen des Weltraums identifiziert und entschlüsselt habe, die älter als die menschliche Existenz im Weltraum war. Lunan sagt, die entschlüsselte Nachricht lautete: Fangen Sie hier an. Unser Zuhause ist Epsilon Botis, ein Doppelstern. Wir leben auf die... Ja, komm, Digga. Weiß nicht, Bro, ja. ...von 7 Planeten, der von der Sonne kommt, der größere von beiden ist. Unser 6. Planet hat einen Mond. Unser 4. Planet hat 3. Unser 1. und 3. Planet haben jeweils einen. Unsere Sonne befindet sich in der Position von Arcturus. Es wird vermutet, dass der Satellit Black Knight seit Tausenden von Jahren immer die Erdumlaufbahn durchstreift hat, ohne dass die Menschen es wussten. Der mysteriöse Satellit bewegt sich um die Erdumlaufbahn und sendet ab und zu Radiofrequenzen. Dieser außerirdische Satellit war auf der ganzen Welt ein Thema von Interesse. Jetzt sagt die schon, dieser außerirdische Satellit, also die sagt schon, dass es so ist. Bro, die sind manchmal zu tief drin, sag ich dir ehrlich. Wir werden die meisten... Die reden nicht mal mehr von, ja, das könnte eventuell sein. Die sagen so, nee, der außerirdische Satellit hat uns gesagt, dass deren 4 Erden so und so viel Monde haben. ...über das mysteriöse Objekt für die Öffentlichkeit unzulänglich auf... Scheiße, ich bin voll der Skeptiker heute, ne? Aber das ist das Video, Digga, keine Ahnung. Doch niemand hat die Fragen... Wer hat das rein... Terry, ne? Du oder wer hat das reingeschickt, Bro? Du warst begeistert davon? Ich küsse dein Herz, Digi. ...antwortet. Wer hat diesen Satelliten in unsere polare Umlaufbahn gebracht und zu welchem Zweck? Basierend auf allem, was wir auf dem Black Knight-Satelliten entdeckt haben, gibt es 2 Theorien. Jetzt sagt die laut... Theorie besagt, dass der Black Knight-Satellit außerirdischen Ursprungs ist und hier stationiert ist, um unsere Spezies zu überwachen. Die andere Theorie besagt, dass der Ursprung des Satelliten nicht außerirdisch, sondern tatsächlich eine uralte menschliche Schöpfung ist. Die Idee hier ist, dass eine alte Menschengattung wissenschaftlich fortgeschritten war und den Satelliten gestartet hat, bevor sie ausgegangen. Dass eine alte Menschengattung wissenschaftlich fortschrittlich war, daran glaube ich auch. Ich glaube sogar Wissenschaft fortschrittlicher als wir. Also da können wir uns wieder die Hand geben. Was ist Ihrer Meinung nach der Zweck des Black Knight-Satelliten und der Eltern-Antenne? Und wer hat sie hier platziert? Ja, Digga, keine Ahnung, sei ich dir ehrlich, weiß ich nicht. Sagen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich. Fand ich jetzt nicht so geil, das Video. Aber ey, wir haben drauf reagiert. Bisschen, ey, ich werde es trotzdem hochladen, ne? Und werde mir irgendeinen heftigen Titel aussuchen. Könnt ihr gerne eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, aber hier war ich jetzt mal der skeptische Lovelock, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Also da war gar nicht, da waren 1-2 Sätze, die ich auch so sehe natürlich, ne, so ein bisschen so 1-2 Sätze, 3 Sätze, 4 Sätze, aber viel war einfach für mich auf jeden Fall schwierig. Aber gerne sagt ihr dazu, was ihr denkt. Ich liebe euch. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Rumble abonnieren, unten, Beschreibung.